Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal, mein Name ist Reiter und wir sind in Folge 362 von Simotrans mit dem Pack 128 German. Wir sind hier in unserer neuen Region hier, haben hier diesen Zug, der da auf massig Güter wartet, die wir alle gar nicht liefern können mit diesen zwei LKWs, die da fahren. Und deswegen werden wir in dieser Folge schauen, dass wir dieses Depot hier aufsuchen und dann noch den einen oder anderen LKW hinzufügen. Warte mal, lass mal gerade gucken. Ach, den Zug hatte ich schon. Da müssen wir mal schauen. Okay, 115 zu 101. Aber weiß jetzt nicht. Nee, da kann ich das jetzt nicht dran sehen, wie viel der bringt und wie viel der bringt, weil der hat ja definitiv den weiteren Weg, glaube, ne? Ja, ist doch eine Ecke weiter. Da muss da ein oder andere LKW mehr drauf, würde ich sagen. Das machen wir natürlich alles nach dem Intro und dann würde ich sagen, bis gleich. So, dann legen wir mal los, gehen hier ins Depot und gehen auf LKW. Dann haben wir hier zwei für Getreide. Das ist der große, das ist der kleine, genau. Dann passt das. Dann kriegt er noch einen Anhänger. Da gibt es ja nur den. Das passt also. Jetzt müssen wir mal gerade schauen, kriege ich den rein? Ja. Das ist jetzt LKW Sonderhausen Getreide über Viehhof. Dann suchen wir da mal die Linie gerade aus. LKW Sonderhausen Getreide über Viehhof. Da ist es. Und jetzt müssen wir überlegen. Ich würde mal sagen, zweimal, das ist dann dreimal, viermal, fünfmal, fünf LKWs da, haben wir mal sechs. So, das passt. Und jetzt müssen wir noch den nächsten LKW kaufen. Warte mal, den machen wir hier gerade zu, weil das hat sich erledigt. Jetzt müssen wir diesen LKW haben, der hat nämlich die andere Route. Setzen den da rein, kriegen einen Anhänger von dem und ändern dann hier den LKW lauter Getreide über Viehhof. LKW lauter. LKW lauter. Da ist er. So, was haben wir gesagt? Hier dreimal, ich glaube dreimal oder viermal. Beim anderen mal, glaube ich, sechsmal, ne? Warte mal, jetzt habe ich hier drei, vier sind's. Ich glaube, das lassen wir so. Ja, das reicht. Das sind vier, das sind sechs. Jetzt kommt das hin. Das ist ein Stück weiter. Das sollte reichen, ne? So, dann wird der LKW auch schneller beladen. Das ist dann unser Ziel. Gut, das bedeutet, wir sind hier erstmal frisch fertig. Ich glaube, wir machen mal den Zug auf. Dann sehen wir irgendwann. Das war jetzt nicht so die Idee, sondern das. Machen wir den Zug auf, dann sehen wir vielleicht, wenn der gleich losfährt irgendwann. Der hat ja schon mal ein Drittel ungefähr Ladung drin, vielleicht sogar schon ein Viertel. Ein Drittel war schon richtig. Dann fährt der dahin. Da sind die beiden angeschlossen. Oh, die anderen sind auch noch alle anzuschließen. Und jetzt müssen wir aber erstmal den Abnehmer finden. In Flotho ist eine Bäckerei und in Adenau. Adenau ist erstmal zu weit weg. Flotho ist die Bäckerei. Das heißt, wir müssen. Habe ich das schon gebaut? Nee, ne? Hier wartet kein LKW auf Ladung. Hier ist es. Das heißt, wir müssten jetzt von hier aus nach da laden. Nee, das bringt uns jetzt auch nicht weiter, oder? Ein Güterzug da lang, der hier wartet. Nee, der müsste da warten. Nee. Ist das so weit weg? Ist natürlich eine ganze Ecke bis zur Bäckerei, ne? Hier wären aber Lager, Dingens Stationen frei, wo wir laden könnten. Machen wir das hier, aber das ist schon Sonderhausen hat hier ein extra Bahnsteig, na komm. Hier wartet ein Zug, der dann nach da hinten fährt, ne? Ich glaube 160 reicht da, ne? Machen wir mal so lang. Und ja, den hier, ne?
Wie? Ich muss die einzeln anklicken, kann die nicht ziehen. Das ist aber doof. Passt erstmal. So, das würde bedeuten, wenn das Mehl fertig ist, kann das dann zur Bäckerei gebracht werden. Das bedeutet, wir müssten von hier einen Zug nehmen, der dann nach da oben fährt. Und wo hält er hier an? Da. Das würde bedeuten, wir müssten mal hier noch ein Gleis legen, oder? Sonst ist ja kein Platz. Erweitern können wir da. 160 ist hier. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay. 11. 15 ist unser Standard, ne? Das bedeutet, wir müssen da, da, 12, 13, 14, 15. Die 16 muss dahin, weil diese Rampe dahin muss, oder? Dann können wir das zumachen und dann nehmen wir wieder die Gleise hier. Fahren da hoch und fahren da rüber. Ich hoffe, dass da niemand reinfährt dann. Da. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ist dann fertig. Wo war das Zugdepot? Unten bei Lauter war das Zugdepot. Und da brauchen wir dann einen Zug, der 160 fährt. Allerdings, die Waggons fahren auch nur 120, glaube ich, ne? Machen wir hier gerade nicht, bin doch Getreide. Flachs. 120, 100. Ja, die 8 sind's. 120 hatten wir den hier, glaube ich, ne? Genau. Haltlänge ist 15. Gut, das bedeutet, wir brauchen einen Fahrplan. Wir brauchen hier einen Fahrplan mit zur Linie. Haben dann machen wir das weg. Güterzug. Mühle. Welche Mühle ist das? Das ist die Mühle Sonderhausen. Nach Floto. Und jetzt würde ich gerne noch die zweite mitnehmen, aber ich weiß gar nicht, wo die jetzt ist. Die ist hier. Das ist Sonderhausen Mühle. Betriebshof und das andere ist ach so, okay. Das heißt, Mühle machen wir hier 1 plus 2 Sonderhausen Floto. So, und dann machen wir hinzufügen. Das heißt, der fährt hier hin. Danach fährt er nach Floto, liefert hier ab, warte mal, da, und fährt dann zur anderen Mühle, holt hier und liefert dann da ab. Und fährt dann wieder zum ersten, nur in am Torhaus, da machen wir auf 100% laden. Dann heißt das so richtig. Können wir das schließen?
Und das können wir, glaube ich, auch schließen, weil hier muss es ja jetzt den Fahrplan geben. Güterzug Sonderhausen. Güterzug Mühle Sonderhausen, so hieß das Ding. Und jetzt ist es da. Und den starten wir. Jetzt gehen wir schnell dahin und gucken, was der macht. Oh, der da unten fährt. Hat also einmal geliefert. Oh, da ist Schnee. Wie viel Geld? Ne, der nicht. Der Jungen. Oh, 280.000 hat es gebracht. Wunderbar. Gut, das heißt, Getreide wird bei der Mühle gemahlen. Soweit sind wir schon. Das ist schon mal sehr gut. Und er wird jetzt hier irgendwann bei den Mühlen sein. Und diese Mühle hat 112 Mehl. Bei der spielt es keine Rolle. Der soll immer, egal wie viel da ist, einmal anfahren und dann abholen, während bei der anderen gewartet wird, bis voll ist. Ich hoffe, das ist so richtig. So, und dann fährt er da lang. Machen wir gerade schneller. Wartet da. So, hat dann da jetzt voll zu laden. Und ist noch nichts drin. Warum ist da noch nichts drin? Hier wird aber Weizen gemacht. Ich sag jetzt nicht, für die Bäckerei 1 hier ist nichts da. Ach, wird vielleicht nicht gemacht, weil die Bäckerei noch nicht angeschlossen ist. Kann das sein? Ja, mach das mal jetzt zu hier. Wir haben genug gesehen, dass wir da Geld ohne Ende verdienen. Das bedeutet, wir müssen jetzt die Kette noch erweitern, indem wir hier LKWs mit dem Mehl zur Bäckerei fahren lassen. Gut, das heißt hier... Nee, Straßen sind ja schon... Ah, nee, wir müssen nach der Bäckerei gucken. Wir müssen nach der Bäckerei gucken. Wo ist die denn? Flotoresistenz, Bäckerei. Das ist das Bäckereigebäude? Tatsächlich. Gut, das bedeutet, da muss ein Halt hin. Die produzieren dann Backwaren. Das. Ich glaube, wir machen das ein bisschen weiter nach da noch raus, oder? Den hier. Den hier. Und dann die Straße gebaut. Da und da. Vielleicht auch noch da. Wir bringen hier drei Halte hin. 1, 2, 3. Und stellen ein Schild hier auf. Und dann sollen die da aussuchen, wo sie hinfahren. Der Bus dreht vorher. Müsste eigentlich klappen. Alternative wäre, wir machen... Ja, lassen wir erstmal so. Gucken, wann wir den ersten Stau haben, ne? So, das ist geklärt. Das bedeutet, wir müssen jetzt ein Fahrzeug haben oder auch mehrere. Wo ist das Fahrzeugdepot? Da. LKW. Und zwar Mehl. Da haben wir die alle. Was kann so ein Sattelschlepper? Die können gar keine, oder was? Doch, können auch, bestimmt. 26, 14. 14 ist groß und der hier. 18. Ich hoffe, dass der andere da dran geht. Tut er auch, sehr gut. Tut er auch, ne? Dann müssen wir hier einen Fahrplan haben, einen neuen Fahrplan. Und zwar müssen wir von hier starten. Ich sehe hier gerade, doch da oben ist das Schild, okay. Und müssen dann zur Bäckerei fahren, hier. Und
Hier. Bei Floto wäre Vollladen angesagt, oder? Genau, und das machen wir dann hier. LKW. Mehl machen wir da mal. Floto. Und dann wissen wir schon Bescheid, oder? Machen wir mal ein Enter. Machen da ein OK. Den haben wir schon ausgewählt. Den können wir schließen. Kriegen hier noch den Fahrplan erstmal raus. LKW, Mehl, Floto. Da ist er. Kopieren zweimal, denke ich mal. Und das reicht erstmal. Dann haben wir schon vier da auf der Linie, oder was? So, das bedeutet, die fahren jetzt dahin und sollten hier warten, ne? Ich weiß gar nicht, wofür die drei Halte sind. Ah, für diesen LKW zum Beispiel. Schüttgut geladen. Das bedeutet, wir bauen hier mal schnell aus, weil sonst klappt das nicht. Weil da müssen wir wenigstens einen mehr haben, die da abholen können. Weil drei stehen ja von uns da jetzt schon, ne? Und der vierte muss ja frei bleiben, dann für den LKW, der da gerade gekommen ist. Jetzt ist die Frage, liefert der einfach nur an oder macht der auch was anderes? Kam da noch einer oder war das schon unser neuer LKW? Okay. Ach, der holt hier ab. Naja, da bin ich mal gespannt, wie das wird. Das wird bestimmt ganz interessant. Da müssen wir mal gucken. Okay. Ja, lass den erstmal fahren. Passt erstmal. Passt auch erstmal, würde ich sagen. Jetzt müssen wir mal gucken, ob hier der Zug auch was abgekriegt hat schon. Nö, der steht da immer noch mehr mit landwirtschaftlichen Gütern. Was wahrscheinlich das Problem ist, weil wir da die falschen Waggons ausgewählt haben. Hat ja gut geklappt, ne? Das bedeutet Fahrzeugdetails zum Depot. Mach mal schneller. Fahr mal mit. Und ja. Ein bisschen schlecht gelaufen mit dem Teil. Weil wir brauchen dann Waggons, die Mehl transportieren können, ne? So, dann haben wir hier einen schicken Waggon, der 63 Paletten Stück gut kann und fährt 100 km/h, okay. Die können 120. Aber ich nehme den. Ja, einer zu viel. 15er länger, ist nicht schlimm. Und wir können das Ding starten und hoffen, dass es jetzt passt, weil da haben wir Mist gebaut, auf Deutsch gesagt. Jetzt kommt er raus. Ah, er ist noch im Fokus. Das heißt, wir können mal gerade schneller laufen lassen. $490 in der Bäckerei, die jetzt da drin sind. Okay, dann passt erstmal. Gut, dann würde ich sagen, sind wir mit der Folge erstmal durch. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mal dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.